Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beginnen unsere heutige Andacht mit einer Frage, die die Menschen in Israel schon seit Jahrtausenden bewegt hat, nämlich: Wer darf sich Gott nähern? Was sind die Voraussetzungen dafür, sich ihm nähern zu dürfen? Der Psalm 15 gibt eine Antwort. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der in Vollkommenheit seinen Weg geht und Gerechtigkeit übt, der von Herzen die Wahrheit sagt, nicht verleumdet mit seiner Zunge, der nicht Böses tut seinem Nächsten und nicht Schmach lädt auf seinen Nachbarn, der den Verworfenen verachtet und ehrt, die den Herrn fürchten, der Wort hält, auch wenn er zum eigenen Schaden geschworen hat, der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer das tut, wird niemals wanken. Der Psalm verweist auf unser Herz, und tatsächlich geht es heute in dieser Andacht um ein Herzstück der Lehre Jesu. Es geht um das Innere von uns, im Gegensatz zum Äußeren. Interessant, dass sich nur wenige christliche Lieder in dem gesamten christlichen Liedgut mit dieser Frage befassen, aber manche eben doch, wie das nächste Lied.
Unser heutiger Bibeltext ist aus dem Markus-Evangelium. Im 7. Kapitel ab Vers 14. Und er, also Jesus, rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Ja, für uns dürfte das doch ganz klar sein, oder? Also, dass dadurch, dass wir jetzt irgendwas essen, wir dadurch unrein werden, abgesehen wir essen was Giftiges, das kann doch nicht sein, oder? Ach doch, die entsprechenden Vegetarier oder vielleicht sogar die Veganer, die sind der Ansicht, dass wir zumindest, was unser Gewissen anbelangt, dann in dem Falle uns unrein machen. Also moralisch werden wir da in Frage gestellt. Und viele Ärzte sagen auch, wenn man das zu viel isst, das macht zumindest krank. Ja, das kennen wir. Aber der Begriff unrein, der hat ja hier etwas mit dem Charakter etwas zu tun. Dass dadurch, dass wir irgendetwas essen, unser Charakter schlechter wird, das ist unwahrscheinlich. Aber Jesus hat hier einen ganz besonderen Schwerpunkt gesetzt, nämlich auf das, was eigentlich Unreinheit ist. Nämlich das, was so richtig als innere Bösartigkeit, als Niedertracht, als etwas, wo wir wirklich an uns selbst so denken, dass wir das, was wir machen, auf Kosten anderer machen. Dass wir andere Menschen belügen, betrügen, missbrauchen, benutzen. Alles das ist für ihn das eigentlich Unreine. Das könnten wir doch auch sagen, ja, da stimmen wir dem doch zu, oder? Naja, das ist nicht so einfach, weil wir haben eine interessante Form von Moral, die für uns selbstverständlich ist. Wir beziehen Moral immer auf das, was Menschen machen und auch natürlich auf das, was sie sagen. Das ist besonders wichtig. Oder heutzutage auch in den sozialen Medien schreiben. Alles das wird moralisch beurteilt. Also jemand muss erstmal so richtig sich äußern in dem, wie er ist, oder sich zeigen oder sich offenbaren, oder er muss offenbart werden in dem, was er macht. Und dann beurteilen wir ihn gemäß dessen, was er macht, sagt oder schreibt. Aber erleben Sie, dass Menschen beurteilt werden nach dem, was sie eigentlich sind, was in ihren Herzen ist und was aus ihnen herauskommt und sie dazu bringt, das zu tun, was wir dann verurteilen? Was ist denn unmoralisch, die Tat oder das Motiv? Das ist eine wichtige Frage, denn Motive, die können wir vermuten, die können wir sogar dringend vermuten. Manchmal sind wir uns absolut sicher, dass diese Motive so sind, wie wir sie vermuten. Aber können wir Motive sehen? Haben Motive etwas Unmittelbares, was wir erkennen können, was schlecht oder falsch ist? Nein, normalerweise nicht.
Oder doch? Ja, doch. Bei uns selber nämlich. Wir können schon erkennen, was uns treibt. Und zwar bevor wir etwas tun, bevor wir etwas sagen, bevor wir etwas schreiben, können wir schon spüren, wie der Geist ist, der in uns dazu bringen will, das zu tun. Aber natürlich können wir es nicht spüren, wenn wir damit identisch sind. Sobald das, was in uns sich regt, automatisch in uns sich umsetzt und wir damit völlig einverstanden, also quasi eins sind, da gibt es keinen Widerspruch. Da gibt es höchstens Widerspruch von anderen Menschen, die das nicht so gut finden bei uns. Und natürlich auch Widerspruch bei denen, die dann unser Tun nicht richtig finden. Aber wenn wir das verbergen, wenn wir in der Lage sind, unsere Liebenswürdigkeit, unsere Anständigkeit nach außen darzustellen, dann wird alles Unanständige in uns verborgen. Es bleibt in uns, treibt uns vielleicht heimlich, vielleicht führen wir ein Doppelleben oder haben so unsere kleinen Refugien, in denen wir dasjenige ausleben, was wir so gerne machen. Oder wir machen das einfach hinterrück, so ähnlich wie in Firmen, so ein bisschen intrigieren, da mal einige Fäden ziehen. Niedertracht hat viele Gesichter. Und vielleicht denken wir sogar, dass das, was wir tun, irgendwie moralisch doch angemessen ist, irgendwie fast anständig, weil das ja genau dem entspricht, was auch an sich richtig ist. Das machen wir gerne. Unsere eigene Unanständigkeit zu verbrämen und dann in irgendeiner Form so zu tun, als ob es das Beste von der Welt wäre. Aber Jesus lässt sich hier in diesem Punkt überhaupt nicht beirren. Was unrein ist, unanständig, das ist etwas, was eigentlich ganz klar ist, wofür jeder Mensch quasi wie von Natur aus so eine Art von Instinkt besitzt. Aber, wie gesagt, es lässt sich leicht verbergen, man kann es verbrämen, man kann es unter vermeintlichen höheren Zielen, für die man ist, kann man das verstecken. Christen genauso wie Nichtchristen, das spielt gar keine Rolle. Und Jesus ist da ganz klar und so krass klar, dass es eigentlich peinlich sein könnte. Denn er meint uns, die wir selbst eine Möglichkeit haben, festzustellen, was eigentlich in uns los ist. Wir haben die Möglichkeit. Aber was brauchen wir dazu? Ja, zumindest so etwas wie ein, ich nenne es mal, Bedürfnis nach Anständigkeit, ein Gespür dafür, was es heißt, aus der Liebe heraus zu handeln. So ein Gespür, dass es etwas Gutes gibt für andere und für einen selbst, das erheblich wertvoller und wichtiger ist als all die vielen kleinen Vorteile, die wir uns mit unseren kleinen Schmutzigkeiten entsprechend verschaffen können. Wenn wir dieses Gefühl nicht haben, wenn nicht zumindest dieser Funke von Anständigkeit in uns erwacht ist, erstens interessiert es uns nicht und wenn es uns interessieren würde, würden wir sagen, ja, wir sind halt so. So war ich schon immer. Das Leben muss weitergehen, was soll's. Und wenn ich dann von anderen massiv angegangen werde, und zwar angesichts dessen, dass sie das nicht gut finden, ja, was mache ich dann? Dann sage ich, ach ja, ich versuche mich zu ändern, ich versuche ein anderer Mensch zu werden. Ich werde es dann doch nicht. Jesus weiß, dass wir eigentlich keine Chance haben, mit unserer eigenen Kraft, auch mit keiner Therapie der Welt, uns in unserem innersten Charakter zu ändern. Und weil er das weiß, weil er weiß, dass wir davon bestimmt geprägt werden, macht er uns ja das Angebot.
Er macht uns das Angebot, dass er uns heilen will. Dass er das große Versprechen Gottes, das er im Alten Testament schon gemacht hat, nämlich, dass wir einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen, dass er das tatsächlich bei uns schrittweise, sanft, aber eindeutig durchführen will, wenn wir bereit sind, uns ihm zu überlassen in dieser Hinsicht, wenn wir überhaupt ein Bedürfnis danach haben, wenn wir es wollen, weil wir ja eine entsprechend andere Ehre haben wollen, weil wir besser dastehen wollen und deswegen verändere Gott mein Herz, weil ich ein besserer Mensch werden will, zumindest nach außen hin, dann sind die Motive immer noch die gleichen. Wenn es mich aber schmerzt, wie ich bin, wenn es mir in irgendeiner Weise wehtut, das, was man so Gewissen nennt, aber ein Gewissen, das in mir selber ist, nicht von außen her kommend, wenn ich also ein Bedürfnis entwickle, ein anderer Mensch zu werden, und wenn ich mich mit diesem Bedürfnis an ihn wende, dann ist er dazu bereit, uns zu helfen. Wirklich. Wirklich. Probieren Sie es aus. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Wir schließen diese Andacht ab mit einer Meditation. Eine Meditation über das eigene Herz, die uns noch einmal bewusst macht, wie wichtig die Beschaffenheit unseres Herzens ist, damit wir uns Gott nähern können.